Und da mit der nur Cookies nach so einem Konzept machen. Und zwar nicht so eine harte Füllung. Und immer so was Weiches wie ein Donuts. Oh mein Gott, das wäre, ich glaube, ist der Hallo ihr Lieben, vielleicht kennt ihr diese Position noch aus dem letzten Video. Ich stehe hier ready in meinen Laufsachen. Es ist immer noch kalt, heute sind es 2 Grad immerhin. Das letzte Mal war es -1 Grad. Das letzte Mal habe ich Zimtschnecken probiert. Heute werden wir Cookies probieren, also Run for Cookies. Und ich habe alle, wirklich alle Cookie-Läden in Berlin rausgesucht, wo es Cookies gibt. Ich laufe zuerst zu einem, den ihr, glaube ich, nicht kennt. Danach habe ich Cookies und Co. rausgesucht. Dann geht's zu wahrscheinlich Round and Edgy. Dann geht's zu Mubis Cookies, weil die ja später aufmachen. Ich will noch vielleicht zu Subway und Starbucks. Müssen wir mal gucken, ob das... ja, also irgendwie finde ich, Subway Cookies und Starbucks Cookies gehören irgendwie dazu und wir schauen mal, auch gerade so im Vergleich mit den anderen dann. Oh Cookies, da gehen wir auch noch hin. Es sind alles eher so Big Cookies, die von Subway und Starbucks halt nicht so. Ich glaube, der erste sind auch nicht solche Big Cookies. Dann gehen wir natürlich noch zu Chunks, weil wir haben auch Big Cookies. Und wo wollte ich noch hin? Ach, zu allerletzt, dann gibt es noch, das heißt Cookies and Cream. Nicht zu verwechseln mit so einem vegetarischen Restaurant in Berlin, das heißt Cookies Cream oder vegan-vegetarisch Sterne. Aber genau, wir gehen zu Cookies and Cream, aber die machen erst 15 Uhr auf. Also da werde ich wahrscheinlich erst hin, wenn es dunkel ist, weil ich davor noch... Das schaffe ich einfach nicht. Es ist jetzt 11.30 Uhr und ich bin sehr gespannt, wie die ganzen Cookies werden. Ich glaube, ich werde es auch wieder so machen. Ich zeige euch die Läden mit einem kleinen Voice-Over. Das Ambiente und dann vor, also wenn wir quasi, außer ich kriege zwischendurch Hunger, dann esse ich vielleicht einen schon da. Aber das richtige Taste-Testing und Vergleichen werden wir dann vielleicht zu Hause in Ruhe machen, wo ich es euch auch besser zeigen kann. Aber vielleicht auch nicht, wir schauen mal. Ist noch ein Tipp dazugekommen, entschuldigt bitte, etwas verschwitzt, es wird auf einmal als gedacht, und zwar Love Bites. Ich habe nämlich in einer Instagram-Story noch eine Umfrage gemacht, was ja, von meinen Followern quasi die liebsten, also euch lieben Instagram-Followern, die liebsten Cookies in Berlin sind, und danke auch für den Kommentar, deine mit Herzchen. aber es war auch Love Bites dabei. Und deswegen, jetzt waren wir gerade bei Friedel. Wir gehen jetzt zu Cookies & Co. Ich habe übrigens alle Cookie-Hersteller angeschrieben, also Cookie-Läden, und habe auch fast von allen eine Antwort bekommen, bis auf Love Bites. Und habe nämlich nach einem Bestseller gefragt, weil oft ist es ja so, dass die Mitarbeiter es doch nicht so genau wissen. Und ich glaube, die Instagram-Leute sind da ein bisschen mehr geschult, wenn meist oft sind es auch einfach die Besitzer. Friedel, das ist der Zitronen-Cookie, das habe ich bei Google gelesen. Und bei den anderen Cookies & Co. ist es wohl der Compost-Cookie. Und den holen wir uns jetzt mal. Und danach zu Love Bites. Ich bin gerade super geflasht. Die Auswahl war so krass. Also es waren nicht so viele Produkte, aber so geil. Also diese Croissants, diese Pain au Chocolat oder auch mit Gruyère gefüllt, gab es welche in Herzhaft. Also ich glaube, ich werde hier jedes einzelne Produkt, es gab glaube ich nur eins, was nicht vegetarisch war, mit Schinken, alle anderen waren vegetarisch, probieren. Und auch diese Macarons oder Whoopie Macarons. Ist sowas von süß. So ein süßer kleiner Laden. Really flashed. Wenn der Cookie jetzt noch gut ist, also der Milk Chocolate sah auch so gut aus, den werde ich irgendwann auch nochmal probieren, denke ich. Also irgendwie war das ein Fail. Das war einfach nur die GmbH, der Firmensitz dort. Jetzt habe ich gegoogelt, dass es ganz in der Nähe, nur so 1,5-2 Kilometer entfernt, Air Cheese gibt, die das wohl vertreiben. Es ist da hinten. Da. Ich hoffe, die haben jetzt, mir wurde der Nougat oder Macadamia empfohlen. Macadamia soll es aber auch bei Mubis, glaube ich, soll der gut sein. Deswegen werde ich hier Nougat holen, dass ich nicht zu viele gleiche habe, oder?
Und dann war ich bei Oh Cookies und der Laden war einfach so süß. Die haben jetzt auch noch eine zweite Location. Es ist, wie ich ja festgestellt habe, ein Family Business. Also ich glaube, Bruder und Schwester und Mama stecken damit drin. Finde ich so cool. Ich mag das Design auf jeden Fall auch, alles so in Pink und Blau. Musste ein bisschen warten und es war super ausverkauft, aber es ist ja mega cool. Also auch super lieb alle. Ja, hat mich sehr gefreut. So, ich bin da. Und war da. Und weil wir in Berlin sind und Spooning gerade keinen Laden hat, weil die umbauen und umziehen, also Spooning Cookie Dough, habe ich mir bei Starbucks einen Spooning Cookie Dough Classic geholt, weil den gibt es dort nämlich, auch den Lemon. Somit ist Cookie Dough auch noch mit dabei. Und jetzt gehen wir zu Chunks, weil bei Chunks gibt es sowohl Eis mit Cookie Dough als auch Cookies mit Eiskugel drauf oder ohne. Und dann haben wir wirklich alle, die man so googeln kann, zumindest an Cookies. Bestimmt haben alle möglichen Cafés noch coole Cookies. Aber ja, wie gesagt, alle Googlebaren haben wir dann immerhin, die ich so finden konnte und die ihr mir empfohlen habt bei Instagram, habe ich dann auch alle. Wenn ich noch bei Subway war und wenn ich noch bei Movies Cookies war und Cookies and Cream. Die brauche ich dann noch nach Chunks, die drei. Okay, es kriegt jetzt den Inside-Look. Ich bin gerade bei uns hinten und hole mir einen Choc-Chip-Cookie. Ich nehme mal dann so viele. Den. Mubis Cookies ist am Kottbusser Tor, also wirklich so richtig Hardcore Berlin, so ein bisschen versteckt, aber sie haben so krasse Cookies. Es gibt drei verschiedene Kategorien, also ganz klassische, dann so mittelkrasse und dann so richtig krasse. Die richtig krassen waren die zum Beispiel mit dem Giotto oben drauf, den habe ich dann auch gekauft, das ist der hier. Der hat oben was drauf, doppelt was drauf quasi und eine Füllung. Und ihr könnt euch sogar so baukastensystemmäßig, das seht ihr hier oben jetzt, selbst auch Cookies zubereiten lassen, da vorne mit dieser Bar und dann wird das da hinten frisch gebacken, voll crazy. Ich war gerade schon bei Movies Cookies und habe mir einen Giotto Cookie gekauft und ich sage nur Influencer-Bonus, nehme ich natürlich an. Ich darf eine ganze Box for free bekommen, da komme ich nochmal zurück. Jo, ich würde sagen, das ist jetzt Laufen unter erschwerten Bedingungen. Wasser habe ich auch noch bekommen. Wie lieb! Zu guter Letzt war ich dann noch bei Cookies and Cream. Das ist auch im Prenzlauer Berg, fast Mitte. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Total niedlich. Wird gerade nur von einer einzigen Person geführt. Ja, und es gibt Cookies, die so eine Größe haben, wie man sie zu Hause macht. So 40 Gramm Cookies, wisst ihr? Ich glaube 39 hat der im Endeffekt. Aber das ist für mich eigentlich die perfekte Portion. Ihr seht diese ganzen verschiedenen Sorten. Ich konnte mich so hart gar nicht entscheiden. Ja, ich hätte fast jeden nehmen können eigentlich. Also richtig, richtig süßer Laden. Oh mein Gott, ihr Lieben. Au, da knackst alles. Was für ein Tag. Ich habe Cookies vor mir, jede Menge. 31,31 Kilometer, ich habe es mit Schnapszahlen, sind es gewesen, die ich gejoggt bin. Natürlich immer mit Pausen zwischendurch. Ihr müsst natürlich nicht vorher joggen, um euch Cookies zu gönnen. Ich zeige euch jetzt mal diese Cookies hier. Schaut mal da rein. Ist das nicht krass? So viele. Man sieht schon so ein bisschen. Also die Mubis hier und so, die fetten auch so ein bisschen durch. Ich glaube auch nicht, dass ich ein großes Ranking machen werde oder sowas. Nicht, dass ich sagen werde, XY fand ich besser und schlechter, sondern ich werde einfach jeden Cookie für sich bewerten. Spooning-Keks zeigt zum Löffeln.
Movies. Friedel. Chunks. Sieht man nicht viel? Cookies and Co. Round and Edgy. Love Bites. Ah, der hat schon ein bisschen gelitten mit dem Frosting. Es war mir aber klar, das hätte ich nicht vermeiden können. Das ist der, den ich da so frisch und warm bekommen habe. Von O Cookies. Ist das schwer? One Cookies? Movies Cookies. Oh mein Gott. Okay, auf geht's. Dann fangen wir mit dem an, wo ich zuerst war. Und zwar Friedel, dem Zitronen-Cookie. Tada. So ein bisschen wie Crumble Cookies, nur in Mini-Mini. Er wiegt 26,9 Gramm. Das ist so ein richtiger Mürbeteig-Cookie. Tada. Mhm. Zitrone kommt richtig gut durch. Und hier ist ganz normaler Mürbeteig-Cookie. Und ist auch gut durchgebacken. Und obendrauf so eine Zitronenglasur. Also schön frisch. Nichts groß Besonderes, aber ein schöner kleiner Snack, würde ich sagen. Cookies and Co. Oh mein Gott, ich freue mich so auf diesen Cookie. Bin super gespannt. Der sieht einfach so schön aus. Schaut mal. Ich hab den ja. Die backen den, glaube ich, in so einer Silikonform. Denn, ja, deswegen hat er so einen hohen Rand, fällt dann in der Mitte wieder ein, weil er eben nicht zerlaufen kann. Also schon krass irgendwie. Und der wiegt 90,4 Gramm. Hey, so viel wie eine Eiskugel bei uns. Mit Brezel natürlich, das ist der Compost-Cookie. Ich schreibe euch natürlich immer rein, was ist alles, was der alles so kann. Wow. Schau, ob ich alles rausschmecke. Er riecht nach Kaffee. Ich glaube, da ist Compost Cookie hat ja naturally, glaube ich, immer auch so ja, Kaffee. Man schmeckt den Kaffeesatz raus. Schmeckt wie ein Cookie mit viel braunem Zucker. Diese herbe Kaffeenote. Brezel schmeckt man raus, den Crunch. Aber der Kaffee kommt echt durch. Man hat so ein bisschen auch diesen. Ich habe das Gefühl, man hat das auch noch so zwischen den Zähnen, den Kaffeesatz. Krass. Ja, ich habe es mir ein bisschen besser vorgestellt, muss ich sagen. Ich werde auf jeden Fall dann noch hin alles andere probieren, weil der Laden einfach so süß war. Ihr habt es ja gesehen im Video. So, danach war ich bei Love Bites und das war, upsie, mit der teuerste Cookie. So schaut er aus. Das ist so ein New York Style Levain Bakery Big Cookie. So wie auch Round and Edgy und Movies und unsere von Chunks. Und ich wette, der wiegt so mindestens 120. Oh, 117, hey! Da ist ein bisschen Sea Salt mit drauf und das ist ja dieser Nougat. Aber der ist so richtig typisch Levain Bakery. Wart ihr mal in New York und bei der Levain Bakery? Schreibt das mal drunter. Schaut mal, da sieht man so richtig innen drin die Schoko-Layers. Also da ist definitiv klar, was die versucht haben zu resemblen. Welchen Cookie? Nämlich Levain. Giant Chocolate Chunks. Mmh. Und das ist Nougat-Schokolade. Und wow, das schmeckt richtig fast nach purem Nougat. Den mag ich sehr gerne. Auch der Teig, ja doch, die sind halt so von Levain, ne? Die sind so ein bisschen crumbliger. Und ja, was ganz anderes als diese Soft Cookies, wie zum Beispiel von Subway. Ja, aber doch, der ist gut. Kann man machen. Jetzt habe ich auch so ein bisschen Salz gehabt. Vor allem das Nougat ist halt mega geil. Ich glaube, der Teig an sich ist in Ordnung, schmeckt jetzt nicht so geil. Da gibt es bessere Grundteige. So, und danach war ich bei Round Edgy. Und übrigens, ich habe bei jedem eigentlich den Bestseller genommen. Bei Round Edgy ist halt der Bestseller immer mit die Special-Sorte. Plus, die haben noch so einen Berry mit Nüssen drin. Der ist der Hammer mit Blueberry. Den mag ich auch richtig gerne. Und Chocolate Chunk Sea Salt. Also die sind beide wirklich gut, kann ich euch empfehlen. Kenne ich schon. Deswegen habe ich den Special genommen. Okay, back to the good old iPhone. alle anderen haben gerade den Geist aufgegeben, aber ehrlich gesagt ist das eh der beste Winkel, oder? Was meint ihr? So, also, wir hatten jetzt schon Friedel, wir hatten Cookies and Co. und wir hatten Love Bites. Jetzt war ich danach, wie gesagt, bei Round Edgy
Und den habe ich gerade gewogen. Der hat 123 Gramm gewogen. Ich zeige ihn euch nochmal close-up. Auch hier wieder die Beschreibung bekommt ihr. Sehr hart außen, also sehr knusprig zu sein. Schön dunkel ist er. Ich glaube, der ist so mit schwarzem Kakao und sowas. Seht ihr von innen? Also außen ist er echt krass knusprig und innen ist er noch so fudgy. Diese Kombi aus weichen Kernen und dieser knusprigen Hülle, aber nur black. Geil, ich liebe auch diesen Oreo-Kakao, nenne ich den immer. Sag mal, das hier oben probieren. Ich weiß ja gerade nicht mehr genau, was der Special ist. Kann ich sagen, er schmeckt nach so Cookies and Cream Oreo-mäßig. Weiß nicht genau, was das sein soll. Es sieht aus wie so ein bisschen ein buttriger Zuckerguss. Aber der Laden ist halt auch so geil. Also mega gut. Ich muss noch mehr aus dieser Mitte essen. Also am Rand ist er schon fast ein Ticken zu knusprig. Aber dieser fudgige Mittelkern. I like a lot. Und der ist auch richtig, da ist auch Salz mit dran. Ich schmecke richtig so was Salziges raus. Und seht ihr diese Schokostückchen überall? Da sind, die sind ein bisschen kleiner, obviously, als die hier in dem Love Bites. Und Raw Edgy übrigens sind alle vegan. Boah, ich sag euch, wenn ihr nicht zu süß mögt, waren die bisher eigentlich alle ganz cool. Also der hier war schon süß, die waren bisher alle nicht so süß. Der hier ist echt fast schon so, oh, ja, einfach geil, schokoladig. Ihr seht, ich kann nicht aufhören zu essen. Ich finde den richtig gut. Also, wie gesagt, ich höre bei dem gar nicht auf, der Round Eddie, wow. So, dann war ich hier bei der Cinnamon Roll. Der sah so schön aus eigentlich, habt ihr ja gesehen. Ich blende euch nochmal ein Bild ein. Das war, habe ich wirklich, und es ist auch so ein super süßes Familienunternehmen, die das gemacht haben. Finde ich so krass irgendwie. Das war der teuerste mit aus dem Laden, mit 4 Euro. Und der hat auch so richtig, schau mal, ihr seht das, der hat richtig so einen Cinnamon Swirl. Also, oh wow, der riecht so krass zimtig. Oh mein Gott. Also unten so richtig festgebackener Boden, oben noch relativ weich und eben dieses Frosting. Okay, Teig. Hammergeil, weil unten so hart und crunchy, leicht karamellisiert, der Zucker, der im Teig ist. Oben so richtig schön noch soft. Vanillig, zimtig. Oh mein Gott, ich glaube, das ist gerade mit mein liebster Cookie, muss ich sagen. Und der ist am süßesten auch bisher. Aber ich mag süß. Hier mal kurz der Innenschnitt, dass ihr das seht. Also diese, da ist wirklich wie in richtigen Cinnamon Rolls so ein Frosting, so ein Zucker-Zimt-Butter-Mischung. Die ist da einfach durch den Cookie-Teig gezogen. Ihr seht schon, der zerbricht. Na gut, warum eigentlich nicht? Der ist richtig schön weich. Der ist auch so New York Style mäßig. Die werben ja auch so außen damit, dass es quasi New York Style Cookies sind. Aber die sind ein bisschen platter. Levain ist ja auch eher so hoch, so wie eben der von Love Bites. Aber oh mein Gott, das ist halt wirklich Cinnamon Roll in einen Cookie gepackt. Ich lieb's. Das ist so krass, weil dass wirklich diese Schichten auch in Textur ist. Unten so knusprig und dann wird es immer weicher. Und ja, danke Kamera für nix. Also, wow. Tatsächlich bisher mein Favorite. Auch weil der noch am weichesten ist. Das Frosting hat wahrscheinlich auch den Keks oben so ein bisschen aufgeweicht. Richtig gut. So, dann war ich bei Chunks. Den kenne ich. Und diesen Cookie kann ich besonders warm empfehlen. Und der ist halt auch so Levain-Style-mäßig. Also der ist komplett vegan. Wir haben den auch noch richtig in Black. Das ist jetzt die Milk-Chocolate-Variante. Da sind eben auch solche größeren Chocolate-Chunks drin, wie ihr wahrscheinlich sehen könnt. Ich liebe den. Für mich schmeckt der einfach so, schmeckt wie Milchschokolade. Er ist richtig kompakt und dense. Man hat diesen Sugar Crunch noch, wenn man reinbeißt. Er ist nicht zu trocken. Also ich sage nicht, dass der zu trocken ist.
Aber unser Teig ist irgendwie so generell so moist. Schwer zu beschreiben. Und hier hast du diese Milchschokoladen, auch leicht gesalzener Keks mit diesem dunkleren 60% Schokoladenschunks drin. Obvious, ich mag ihn. Ich würde ihn jederzeit wieder kaufen, kann ihn nur empfehlen. Mit Cinnamon Roll gerade mein Liebster. Gerade. Muss ich ja auch irgendwie sagen, sonst, wenn ich Produkte rausbringen würde, die ich ungeil finde, dann... Ich meine, hätte auch sein können, dass ich jetzt merke, okay, die anderen sind so viel krass anders besser. Ich muss mein Cookie-Rezept überarbeiten, aber bisher würde ich sagen, nö. Kann super mithalten. Wie gesagt, ich finde ihn sogar mit dem Cinnamon Roll gerade am besten. Jetzt geht's zu dem hier, zu dem Giotto. Und das ist quasi dunkle Schokolade mit einer Giotto-Creme, also so einer Haselnuss-Creme. Das ist nicht, das ist quasi wie so eine Bueno-Creme. Einfach helle Haselnuss-Creme. Da war eigentlich, der sah mal schön aus. Ich blende euch das Bild ein. Oder ihr habt's ja gesehen. Und da saß dann noch so ein Giotto oben drauf. Den hat's aber leider ein bisschen zerquetscht. Und ihr seht, überall sind noch so Haselnuss-Dinger drin. Ach, übrigens, unsere hat 117 Gramm gewogen. Also so in der 120 Gramm Range vorm Backen, nach dem Backen halt weniger. Der hier hat irgendwie 183 oder so gewogen. Also der richtig hart schwer, das ist der schwerste. Und ich schneide jetzt... Ah, das war das Giotto, habt ihr es gehört? Und der ist gefüllt auch noch mit dieser Haselnusscreme. Also die ist nicht nur obendrauf. Der war auch noch warm, als ich ihn gekauft habe. Ich kann euch generell empfehlen, esst alle Cookies warm. Ist noch so viel geiler. Ich glaube, teigmäßig finde ich den fast bisher am allerbesten. Von der Konsistenz. Geschmack ist ehrlich gesagt, ich schmecke gerade noch nicht so viel Schokolade. Am allermeisten schmecke ich diese extreme, mehr noch leicht künstlich. Also die ist nicht selbst gemacht. Das ist irgendwie so eine eingekaufte Bueno-Creme. Aber wenn ihr Bueno mögt, lasst euch nicht von der Schokolade. Also man schmeckt gar nichts von der Schokolade. Diese Füllung überpowert. Das ist so krass. Schmeckt wirklich wie Bueno, Giotto, was auch immer. Richtig krass. Und der Teig, was ich dazu sagen wollte, genau, der ist fast noch moister. Sorry, dass ich so viele Anglizismen benutze. Fast noch feuchter. Das klingt halt feuchtfröhlich. Als unserer von Chunks. Der ist fast wie so ein Brownie. Also das ist fast eher Brownie als Cookie. Und ich denke, das liegt eben vor allem daran, dass da diese Füllung drin ist. Die wahrscheinlich das alles auch noch so aufweicht. Das ist halt auch optisch einfach genial. So, der ist nicht vegan. Ich habe auch noch vegane. Und das ist hier zum Beispiel dieser Walnut Sea Salt. Den probiere ich jetzt nochmal mit euch. Weil der nicht gefüllt ist. Ist quasi einer dieser Classics. 127 Gramm. Ja, hier sind kleinere Chocolate Chips drin, wie ihr schon vielleicht sehen könnt. Dass der Boden auch wieder so ein bisschen fester gebacken ist, was ja klar ist. Einfach vom heißen Backblech. Und die machen die da frisch auch immer. Wenn es leerer wird, machen die, backen die neue auf. Wie ist gut. Der vegane Teig ist auch geil. Also ganz ehrlich, viele haben ja gesagt, diese Love Bites finden sie gut. Also das Nougat hier fand ich geschmacklich besser als Walnuss. Aber der Teig von Mubis, der vegane, der ist der Hammer. Er ist einfach nicht zu trocken. Also der hier, der ist auch relativ fudgy innen. Aber, oh mein Gott. Also dieser Teig, wirklich, der Teig von Mubis ist bisher der allerbeste. Crazy. Jetzt muss ich doch noch den Macadamia probieren. Natürlich muss ich mit Macadamia probieren, weißer Schokolade. Und der ist, glaube ich, nicht vegan. Leute, ich hätte es gar nicht gedacht, aber der Teig von Mubis ist der allerbeste. Mit dem. Um wieder im Englisch zu bleiben, impressed. ja, und der Boston Cream, das ist der Snickers. Probiere ich den? Ich muss den doch noch probieren. Oh mein Gott, Mann. Weil der ist nämlich mit Karamell gefüllt. Kommt schon, schaut ihn euch an. Da. Das ist aber eher wirklich so ein dunkles Dolce de Leche. Aber ist nicht Karamell. Doch, ich würde erst sagen, das ist so eine Art Spekulatiuscreme. Es ist wie Spekulatiuscreme, also so dunkler und milchiger. Nicht wie so eine flüssige Karamellsoße, aber ohne die Spekulatiusgewürze. Einfach so wie Toffee. Falls im Teig Erdnuss sein soll, schmecke ich das jetzt gerade nicht so doll raus. Aber auch hier wieder die Konsistenz vom Teig, der absolute Hammer. Und Geschmack natürlich auch. Dann gibt es noch Oreo. Ach, wisst ihr was? Wäre ja langweilig, oder? Lasst uns den Bueno noch aufschneiden. Ich weiß, ihr liebt Bueno. Hat das auch nochmal eine Füllung, auch nochmal so eine Art Haselnussfüllung. Es könnte die gleiche sein wie eben, die wirkt jetzt nur heller. Da ist auf jeden Fall weißes Bueno drauf.
geil. Und hier ist dunkles drauf. Ich muss aber sagen, 5 Euro ist schon ganz schön teuer, aber ja, ist in Ordnung. Dieser Teig ist so der Hammer bei Mubis Cookies. Und beide voll Bueno-mäßig. Ich weiß ja, das soll Giotto sein. Schoko Giotto. Aber wenn ihr Bueno-Fans seid, alle beide sind geil. Boah, das ist aber echt in your face, Bueno. Man muss halt, hier ist halt diese, die arbeiten viel mit so künstlichen Aromen, weil sie einfach Zutaten nehmen wie echtes Bueno und diese Creme da. Da sind halt einfach so ein paar Geschmacksstoffe drinnen. Ja. Und jetzt machen wir den auch noch. Der soll eine Vanillefüllung haben. Boston Cream. Oh, wow. Zum Glück haben wir das gemacht. Schaut mal. Der hat so richtig wie so eine Puddingfüllung. Okay, crazy. Es geht so richtig raus hier. Das würde ich ungern auf den Tisch schneiden. Einfach nur, dass ihr es sehen könnt, wie das rausgeht. Wie bei so einem Donut. Das ist einfach original Vanillepudding da drin. Ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass mich Mubis so überzeugt. Crazy. Ihr seht, ich bin fast bei jedem so. Es gibt irgendeinen Aspekt, den ich total liebe. Schaut euch das an. Und bei Mubis war ich halt einfach überrascht. Boah, das ist geil. Cookie mit so einer weichen Puddingfüllung wie bei Donuts. Wie wär's mal mit Donut-Cookies? Ein Laden, der nur Cookies nach so einem Konzept macht. Und zwar nicht so eine harte Füllung. Immer so was Weiches wie ein Donuts. Oh mein Gott, das wäre der. Ich glaube, es ist der. Ich feiere diesen Donut, diesen Cookie auch gerade mega. Mein Herz ist so Zucker. Aber ich finde es richtig gut. Jetzt kommen wir noch zu dem allerletzten Cookie zumindest. Und ich muss euch sagen, es war so süß. Der Laden wird gerade von einer Person einfach nur geführt. Die haben so viele Cookies. Und ganz ehrlich gesagt ist das, glaube ich, die Art von Cookie, die ich am allermeisten mag, weil ich, wenn ich einen Cookie esse, ich kriege einen Zuckerschock von so einem Riesending. Ich weiß, das sagt die, die so viel Eis isst. Aber Cookie jetzt irgendwie anders. Da ist noch mehr Zucker und Fett drin. Und ich habe hier auch White Chocolate Macadamia genommen. Und die hatten einfach so eine tolle Auswahl. Die sind alle perfekt klein und rund. Die sind so schön. Die hatten so geile Sorten. Die hatten auch noch was mit Zitrone, Lavendel und Matcha, Macadamia. Und ja, ich werde da auf jeden Fall nochmal hingehen. Aber ich kann euch echt nur empfehlen, super underrated, auch bei Google, Cookies und Cream. Ich war kurz davor, da nicht hinzugehen. Es war der Laden, worauf ich am wenigsten Lust hatte. Und jetzt wäre das der, wo ich einfach nur vom Konzept und wie süß es ist, am ehesten wieder hingehen würde. Die verkaufen Katschi-Eis im Sommer. Deswegen nicht. Leute, nehmt Chunks-Eis und füllt eure Sandwiches, eure Cookie-Sandwiches im Sommer doch mit Chunks-Eis. Das wäre doch so geil. Nicht Katschi-Eis. Ich mag Katschi und sie ist auch voll lieb. Die muss ich jetzt natürlich nur sagen, ne? So, und den probieren wir jetzt natürlich auch noch. Ich bin sehr gespannt. Das sind eher diese klassischen kleinen Cookies, so wie bei Subway. Die ganz normalen Soft-Baked. Auch hier sieht man wieder der Boden. So schön knusprig. Oha, something is weird. Ist da irgendwas dran? Also Konsistenz und Teig, Hammer. Genau die perfekten Cookies. Außen am Rand, ringsrum so knusprig. Und in der Mitte noch so richtig schön gooey. Aber da ist Ingwer mit dran. Ich schmecke Ingwer. Ich glaube nicht, dass es soll. Vielleicht soll es auch, aber da ist 100% ist da Ingwer mit dran. Vielleicht ist es reingerutscht. Aber hat irgendwie was. Und man schmeckt dadurch halt nichts von Macadamia. Also Ingwer overpowert das total. Boah, krass. Einmal gerade zu viel Ingwer. Hui. Und zu guter Letzt, weil gesagt, Cookie Dough gibt es natürlich auch noch. Oh, wow. Ich habe diese kleinen Dinge auch noch nie gehabt von Spooning. Deswegen ist das doch eigentlich ganz süß. Wie gesagt, 145 Gramm. Und da ist, glaube ich, im... Nee, ist kein... Ach, schade, kein Löffel drin. Damn. Ich dachte, da ist irgendwie Löffel dabei. Naja. Man kann... Schokolade auf dem Schoß. Mm. Probier es jetzt mit dem Messer, okay? Verurteilt mich nicht. Also, und Chocolate Chips drauf. Helle und dunkle. Keine Kinder zugucken lassen, was ich jetzt mache. Gut, dass mein Gesicht aus dem Blickfeld ist. Yay. Cookie Dough mit Zuckercrunch. Fast, der könnte noch ein bisschen mehr Vanillezucker vertragen. Dann würde er, glaube ich, noch mehr so... Übrigens drei verschiedene Arten von Chocolate Chips, sehe ich gerade auch noch dunkle. Noch ein bisschen, ein Hauch noch mehr Vanillezucker wäre. Würde es, glaube ich, noch mehr wie in der Kindheit schmecken. Es hat ganz leicht so einen ganz leichten künstlichen Touch. Ich schaue gerade auf die Zutaten, woran das liegen könnte. Boah, wenn ihr wüsstet, wie mein Herz gerade abgeht. Puh.
Zutaten: Zucker, Weizenmehl, Wasser, Rapsöl, Kakaobutter, Palmfett. Also die nehmen keine Butter. Ist zu teuer wahrscheinlich. Und wenn dann trotzdem Vollmilchpulver und Magermilchpulver. Das Aroma drin. Krass, dass ich es rausgeschmeckt habe. Also, wenn ihr so auf Aromen... Ich habe mich gerade verschluckt. Auf Aromen sensibel reagiert, dann würde ich euch die von Mobis tatsächlich nicht empfehlen. Außer vielleicht den Macadamia und den Walnuss-Cookie, aber nicht die gefüllten. Und nicht die mit Topping, weil da sind ja immer solche Industriesachen dabei. Alle anderen würde ich euch empfehlen. Jetzt habe ich euch so ziemlich genau gezeigt, was die Unterschiede sind der ganzen Kekse hier in Berlin. Und wenn ihr da seid, geht zu dem Laden, der euch am besten passt, oder den Läden, oder geht auch zu allen wie ich. Und schreibt mal drunter, wenn ihr bei einem, zwei, dreien oder allen wart, wie ihr sie fandet.